Die gnadenlos effektive Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am 32. Punkt, 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 Punkt. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das Kellerduell beim VfL Wolfsburg von Ex-Retter Bruno Labbadia verdient mit 3:1, 2:0 und verkürzte den Rückstand auf die Werkself auf nur noch 2 Punkte. Punkt, 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 Punkt. Bobby Wood per Foul Elfmeter, 43. Luis Holtby, 45. Erste und Luca Waitsch mit 90. 3. Nach einem verschossenen Foul-Elfmeter von Teamkollege Filip Kostic trafen für den HSV Josip Brekalo, 78. erzielte den Treffer für den VfL. Punkt, 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 Punkt. In Wolfsburg wird damit wieder kräftig gezittert. Die Hausherren blieben vor 29.400 Zuschauern in einer intensiven Partie 24 Stunden nach der Trennung von Sportdirektor Olaf Rebbel nahezu alles schuldig. Punkt, 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 Punkt. Bei noch zwei ausstehenden Spielen sind die Hamburger zwar weiter Vorletzter, aber nach dem dritten Sieg in den letzten vier Spielen wächst beim Bundesliga-Dino der Glaube, den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte wieder abwenden zu können. Punkt, 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 Punkt. Wolfsburg kann sich weiter aus eigener Kraft retten, muss in dieser Verfassung aber wie in der Vorsaison die Relegation fürchten. Punkt, 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 Punkt. Wir spielen auf Sieg, wir müssen 3 Punkte holen, hatte Titz vor der Partie gesagt und brachte für die Abteilung Attacke etwas überraschend den zuletzt nicht mehr berücksichtigten Wood von Anfang an. Punkt, 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 Punkt. Labbadia musste auf den angeschlagenen Daniel Vidavi verzichten, insgesamt nahm er 6 Wechsel im Vergleich zum 0:3 in der Vorwoche in Mönchengladbach vor. Punkt, 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 Punkt. Beide Teams zeigten von Beginn an keinerlei Zurückhaltung, allerdings wurde auch immer wieder klar, warum sowohl der HSV als auch Wolfsburg im Tabellenkeller stecken. Punkt, 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 Punkt. Allzu oft blieben die Bemühungen zu unpräzise oder es fehlte das richtige Timing oder die Nerven spielten nicht mit. Punkt, 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 Punkt. Wolfsburgs Renato Steffen schaffte es tatsächlich aus 4 Metern 3 Meter über das Tor zu schießen, 13. Punkt, 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 Punkt. Von den Hamburgern war lange offensiv noch weniger zu sehen, echte Torchancen blieben zunächst Mangelware. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt. Tatsuya Ito, Aaron Hunt, Filip Kostic und Wood fanden kaum einmal eine Lücke in der Wolfsburger Abwehr. Punkt, 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 Punkt. Und in manchen Momenten fehlte auch ein bisschen der Mut, ins nötige Risiko zu gehen. Den Strafstoß, die erste wirkliche Möglichkeit der Hamburger, verwandelte Wood aber eiskalt. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Es war das erst zweite Saisontor des US-Amerikaners, nachdem er am 2. Punkt, 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 Punkt. Spieltag getroffen hatte. Danach standen die Wolfsburger sichtlich unter Schock, der HSV blieb bissig und stach erneut zu. Punkt. Punkt, 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 Punkt.
Eine optimal gespielte Flanke von Ito verlängerte Holtby mit dem Kopf ins lange Eck. Die Hamburger, bei denen Holtby und Kyriakos Papadopoulos überzeugten, verwalteten anschließend ihre Führung, Wolfsburg schaffte es nur noch sporadisch, gefährlich zu werden. In der 66. Minute verfehlte Maxi Arnold knapp das Tor, Ray Carlo gelang nur noch der Anschluss.